So, hallo, wir machen weiter. Bei, ich habe komplett den Namen vergessen, Graue Eminenz irgendwas, Grey Eminenz, ja gut, das ist Judicium einfach. Tribunali. Genau das, genau das. Es hat endlich wieder geklappt aufzunehmen, ein paar Tage sind jetzt in der, ein paar Tage ist gut, ist fast, nee, es ist länger als eine Woche, oder? Ich habe Ich keine habe Ahnung. keine Ahnung. Ich Ist weiß auch es auch egal, es nicht. fühlt sich schon wieder ewig her, dass wir aufgenommen haben. Vitali, das war gestern, Vitali. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier richtig lade. Ich lade einfach lieber so. Open State. Wir gucken mal, wo ich lande. Nee, Das das ist ist nicht nicht so. so ganz Okay, cool. dann Aber du habe ich kannst. verschiedene Dinge, Ah Sp ja, da, der ist spiel besser. doch einfach von da nochmal. Na gut. Nee, muss jetzt nicht sein. Nachdem, also ich muss ja sowieso mal sagen, die ganzen Da sind Leute, wir die zu Hause. kommentiert haben, das war alles sehr lieb, war alles sehr schön. Ich habe mich total gefreut. Ich fand auch schön, wie, ich glaube, Radierer oder Rasierer? Wer ist der Rasierer? Rasierer. Radiere Okay. LP ab jetzt. Wie Okay, nimmst geht du auch mich übel, klar. wenn ich Scheiße mit Namen baue? Ich kann mir keine Namen merken. Radiere LP geht auch sicherlich klar, dass man das jetzt. Der absolute Radierer, Ja, der natürlich. hat alles wegradiert. Ja, der anfangs meinte, dass er vielleicht auch spielen will, und dann hat er seine Meinung nochmal revidiert irgendwann. Verstehe ich gar nicht. Ja, aber das waren genau die, eigentlich schön und freut mich ja, dass ihr kommentiert, aber es waren genau die falschen Kommentare. Ich wollte eigentlich lesen, dass ihr alle schreibt, dass Conan das locker hätte schaffen können und sich nicht so haben soll und müde war und keine Ahnung. Nee, nee, Guck mal, Conan das ist, schafft guck das mal, nicht. wie einfach das hier ist. Siehst du, So. jetzt machst du schon den ersten Ja, Safe-State. ich spiele jetzt auf jeden Fall mit selbst jetzt, weil ich will das hier durchbekommen. Ich werde aber natürlich mich jetzt nicht bemühen, hier nicht irgendwie schlampig zu spielen. Das auf keinen Fall. Das habe ich, da habe ich jetzt. Das geht nicht. Aber ich Nein, meine, das das hier geht ist ja. nicht. Ich möchte Ab jetzt das spiele nicht, ich nicht Conan. mehr schlampig. Nein, ich möchte nicht, dass du mit Safe State spielst. Ich habe es dir gerade schon vor der Aufnahme gesagt. Ich Ja. will, dass wir jetzt hier noch stundenlang drin hängen. Nein, okay. Also es ist ja sowieso in Fairy-Level nur anders irgendwie aufgebaut. Exakt, ja. Aber trotzdem scheine ich schon beim letzten Mal mitbekommen zu haben, irgendwie muss ich die Shells ja trotzdem mitnehmen. Nee, ich kann ja nicht beide. Ich muss eine auf Ja, jeden Fall siehst. mitnehmen. Genau, guck dich mal erstmal um, und der Tipp, den ich dir beim letzten Mal gegeben habe, oder den du in irgendeinem anderen Level. In welchem waren das? Ja. Ach so, in dem, wo man hochklettert, da wo man am Anfang den Bullet Bill braucht. Da hast du, glaube ich, einen Tipp bekommen, dass du die Yoshi-Coins einsammeln solltest. Ich wollte gerade Was sagen, darum ist du. ja nur eine Was Yoshi-Coin, du. die brauche ich ja nicht. Ja, Du musstest, so ich viel sage, dazu. du musstest nicht machen. Weil du ja ohne mit Safe State spielst. Das ist halt nur dafür gut, dass man einen Shortcut hat, um die Hälfte des Levels nicht immer nochmal spielen Ja, zu aber ich will müssen. die Hälfte nicht immer nochmal spielen. Ja, aber du hast ja Safe State. Ja, aber auch mit Safe States dauert das ja viel zu lange, nochmal alles zu spielen. Naja, wie Das du ist ja wie meinst. mit dem Level mit der Feuerblume. Ach so, nein, 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 nein. Das ist, ja. Das ist wie so ein provisorischer Midway Point quasi. Ach so meinst du das? Ja, das ist fast Ah, so eine ich habe jetzt Schwerkraft, nämlich statt gedacht, so ein Feuerball. Shortcut dann zu einem Item, was man halt jedes Mal wieder einholen kann. Ach so, nein, 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 nein. Das ist jetzt Ah, ein okay. Ja, Spoiler, ist jetzt ein Spoiler, aber. dann brauchen wir tatsächlich die Yoshi-Coins nicht zwingend. Es sei denn, du versafe statest dich. Dann habe ich Revines. Es sei denn, du Oh mein Gott. verrewindest dich. Oh, du bist so schlecht, Conan. Oh. Nein, ich wollte nicht hier hin. Hier ist okay. Ach Mist. Aber ich muss Hörst du auf jeden das Fall dann? eine Shell mitnehmen. Das heißt, die eine. Ich kann nur eine mitnehmen. Ich kann nicht zwei. So. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt sind wir schon mal weiter als beim letzten Mal. Ich sollte vielleicht einfach meine Schnauze halten und du Nee, erkundest. dafür bist du ja nicht da. Also, du bist ja Ja, da, aber um ich deine laber schon Klappe wieder zu so. öffnen. Aber ich laber schon wieder so dumm und so viel und Ach ja, Quatsch. guck dich erstmal um. Jetzt habe ich die da hochgepfeffert und das war nicht so sinnvoll scheinbar. Ah ja, Jetzt komme ich. hast du gesehen, was passiert Ja, ist? der On-Off hat sich ausgelöst. Ja, das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Aber mir. Ja, gut, vielleicht bringt das auch was und ich komme später hierhin wieder zurück. Das kann natürlich sein. Dann lösen wir das doch schon mal aus, warum auch immer. Ich möchte nochmal Props dafür haben, dass, wenn ich rülpsen muss, ich mich mittlerweile mute. Wenn ich schon die Appreciation von meinen Eltern nicht bekomme, dass ich ein erwachsener Mensch geworden bin, dann suche ich die halt hier. Bekommst du den nicht, ja? Nein. Lesen die deine Twitter-Posts oder woran liegt's? Nee, Weil da nicht würde mal ich auch davon das. ausgehen, dass es nicht so ganz, also weiß ich nicht. Ja, ich glaube, erwachsen sein Aber ist das ist noch nicht wahrscheinlich alles. einfach auch nicht mein Humor. So Nein, das wie. ist.
Ich glaube, du bei bist einem anderen gewissen Satiriker da, ja. Oh, willst du jetzt auf nee, lieber nicht. Geil, Alter, richtig geil. Endlich tagespolitisch aktuelle Themen. Lieber nicht, das ist, das geht mir wieder schief. Nein, ach, ich bin da, glaube ich, deiner Meinung. Ja, ja, das mag... Wait, ich brauche hier wieder immer noch eine Shell. Dann ist es doch doof, die hochzuwerfen, wenn ich immer noch eine Shell brauche. Außer die Steine sind nur noch da, weil sie in Inferi auch da waren und jetzt nicht mehr relevant sind. Man weiß es. Ach nee, hier wollte ich eine Shell haben. Und hier ist ja sowieso falsch, das Ding. Ja. Ah, ja gut, also... Ja, also zurück bis zur Shell. Ja, nicht also, hochwerfen und einfach mit der Shell runtergehen. So viel zu deinem erwachsenen Zustand oder wie auch immer. So, also, So. Mach mal weiter erstmal. Na, ich stelle ja nur den Zustand wieder her, wie er war, bevor ich den Fehler begangen habe. Okay. Ich nehme die jetzt trotzdem mit, weil ich die anderen eh schon gesammelt habe. Das Schöne ist, ich kann jetzt immer sagen, kommen. Das ist immer noch in Feri hier, ne? Das werde ich jetzt die ganze Zeit sagen. Das Level ist in Feri, aber nicht der Hack. Naja, aber das ist hier immer noch in Feri, ne? Glücklicherweise. Immer wenn du irgendwelche Dummheiten wieder baust, wie jetzt gerade zum Beispiel, kann ich immer sagen, Conan, das ist immer noch in Feri hier. Tja, das war nicht so schlau, ne? Warum? Jetzt kommst du ja an den P-Switch gar nicht ran. Ich weiß von gar keinem P-Switch irgendwas, aber okay. Oh, jetzt kommst du ja an den Block da gar nicht ran, meine ich. Scheiße. Hätte ich dafür den Chuck gebraucht, oder was? Nee, du siehst doch, was da ist. Ja, aber ich will ja eh erstmal mit der Shell weiter runter, so. Ich weiß ja eh nicht, ja, was ja, ich... Ja, stimmt, natürlich, ja. Hast du recht, absolut. Also klar, aktuell komme ich da nicht ran, aber ich komme da auch nicht ran, wenn ich die Shell da drüben... Wenn ich mit der Shell den dann off auslöse, weil dann komme ich an die Shell nicht mehr ran. So, das ist... Ja, ja, hast du recht. Ein bisschen gehüpft wie gesprungen, das nützt mir im Moment noch nichts. Wir gehen erstmal weiter runter und gucken uns so. So, schaffe ich jetzt einfach hier das... Jetzt habe ich schon so viele gekillt, jetzt werde ich doch einfach hier durchkommen. Dankeschön. So. Kann ich ja die verbleibende Zeit dazu nutzen, ganz viele Shoutouts zu verteilen. Ich habe nur leider vergessen, wen ich alles grüßen wollte. Auf jeden Fall HF, ganz lieben Gruß. Sylaikan hat irgendwann auch kommentiert, das ist verboten, Conan. Wie jetzt? Dann will ich die Shell hier unten ja gar nicht haben. Doch, eigentlich schon. Du hast mir doch wohl keine... was ist das denn? Aber du kannst es, du kannst einen ganzen Teil mit... Huge ja. Key? Das ist immer noch viel... wenn wir es jetzt hier runter... Ne? Okay, verstanden. Du hast gerade das Level komplett kaputt gebrochen. Mit einem Shelljump? Ja, natürlich mit einem Shelljump. Denkst du, ich... Na gut, dann zurück. Ich meine, also das ist ja wohl ein Kompromiss, wenn du jetzt schon Safe States hier benutzt. Guck mal, da musst du nämlich eigentlich wieder hoch, dann musst du den On-Off da noch auslösen. Also ich würde es total befürworten, wenn du diesen Shelljump machen würdest, wenn du ohne Safe State spielst, aber so ist das jetzt ja auch blöd. Was mache ich hier wieder zu? Schießt das Ding da hoch? Und jetzt müsste da oben noch was auf dich warten, was du nur haben könntest oder was du nur hättest, wenn du andere Sachen anders gemacht hättest. Oh no. Das ist aber dann wieder was man vorher nicht wusste und erst dann jetzt erfährt. Ja, genau. Das ist ja... Oh, jetzt fang nicht... Ich war gerade schon dabei. Shoutout an HF, der immer wieder, wenn du irgendwie Leveldesign kritisiert hast, Kommentare geschrieben hat, dass das gar nicht so pingelig, man das gar nicht so pingelig betrachten muss. Und das sehe ich ganz genauso. Aber wo soll man jetzt wissen, wo was sein könnte? Weil, höher als hier komme ich nicht mehr. Guck mal, ich hab dir sogar extra blaue Münzen dahin gesetzt. Ja, hier. Und hier. Ja, ja. Ja, ja, und da, guck mal. Vielleicht kennzeichnen die blauen Münzen ja, wo du etwas machen oder womit du etwas anfangen sollst. Ja, hier kann ich nichts tun. Das ist richtig. Aber... da waren noch mehr blaue Münzen. Die ja, hast du gerade schön eingesammelt. Nein, du hast gerade blaue Münzen doch eingesammelt. Da ist eine, ja. Vielleicht ist das jetzt die Stelle, wo HF sagt, das ist ganz beschissenes Leveldesign. Da würde ich ihm auch zustimmen, aber ich habe es extra mit den blauen Münzen, habe ich sie umkreist. Die magischen Blöcke, die du brauchst für das Puzzle. Jetzt geh nach rechts. Oh Mann, ey. Dass man dir alles sagen muss.
Och, Conan. Nein, jetzt komm schon. Was? Da sind drei Münzen. Ja. Um drei Münzen, um zwei Blöcke. Da, rechts. Ja, die Tür. Ja, die Tür. Was soll ich mit dem Reset-Ding? Das resettet ja. Ja, das resettet. Dann kommst du wieder hoch und hast wieder zwei Shells. Und der On-Off ist trotzdem umgeändert. Ach so. Oh Mann. Oh je. Ja, echt oh je. Ich glaube, auch wenn der Hack mittlerweile auf SMB Central eine Reset-Tür, die jetzt erwartet, dass ich ganz oben wieder rauskomme, aber... Selbst ja, das wäre eigentlich gegangen. Das wäre ein Sprung mehr. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, selbst das wäre gegangen. Ich glaube, ich werde nochmal eine neue Version einbauen. Ah, das... Ja, das ist, ist das in Mario Maker auch so? Oh, jetzt bitte nicht das als Vergleich. Da bleibt auch, ja. Der Mario Maker ist nicht der Standard für Super Mario. Nee, ist es nicht, aber das spiele ich halt gerade, deswegen überlege ich, was ich... Ja, das ist ja das Problem, dass du das... überlege ich, wie ich umdenken muss. Was soll ich mit dem Quatsch hier? Darf das nicht. So, jetzt sind die aber ja an, also jetzt ist ja trotzdem wieder Quatsch. Nee, wieso denn? Jetzt kannst du doch unten den Block auslösen, wo ich dir schon... Ach, da sind die jetzt aus. Ja. Die einen sind aus, die anderen sind an, okay. Ja, jetzt kannst du den auslösen. Du musst den Pilz im Übrigen nicht behalten. Der ist, Oh, da wollte ich nicht runterfallen. Der ist nicht für das Puzzle relevant. Ich wollte nur die Shell wiederholen. Wobei, ich kann es gar nicht beides. Naja. Ja, theoretisch kann ich es schon beides. Du hast mir innerhalb des Hacks ja ein Dings erklärt, aber der ist jetzt wieder kacke auszuführen mit einer Shell. Aber warum nimmst du den P-Switch mit runter? Warum gehst du mit dem jetzt nicht dahin, wo er dir was bringen könnte? Ich meine, du hast doch alles gesehen. Du hast doch gesehen, was du da unten haben willst. Ich könnte jetzt auch ganz gemein sein und sagen, du könntest dich auch daran erinnern, wie das Inferi war. Nee, an Inferi möchte ich mich einfach nicht erinnern. Ja, selber schuld. Sonst hättest du ja gewusst, was du hier machen sollst. Ist Mann. Ja nicht so, dass du das schon komplett Ach, gelöst hier hast. Hier kommt ein Dings raus. Ja. Oh, schon wieder gebreakt. Da soll man eigentlich die Shell für benutzen. Na toll. Ja, aber ob ich die jetzt wieder hochnehme oder das aber so mache, ist ja gehüpft wie gesprochen. Du hast es aber trotzdem verkackt, weil die Shell ist jetzt weg. Und die brauche ich für den On-Off da unten. Ja. Oh, weißt du, wie schade das ist, dass du das nicht ohne Save-State spielst, weil das ist so... Ah. Ja, wir wären jetzt schon wieder im dritten Part oder so. Ja, dann hätten wir jetzt... Oder einen Stundenpart. Dann hätten wir jetzt einen Stundenpart für diese Stelle hier. Ist doch schön. Nee, das wäre nicht so gut. Ich fände das super. Ach, aber nein, du wolltest ja nicht. Was habe ich dir extra vorher noch gesagt? Ich würde total gerne noch jahrelang mit dir aufnehmen. Dann ist allerdings die Shell hier unten ungünstig. Ah, ich muss dich übrigens mal innerhalb der Videos, die wir jetzt aufnehmen, dann mal was fragen. Aber das machen wir dann, wenn es mir wieder einfällt. Was, wenn es dir wieder einfällt? Also du hast gerade vergessen, was Nein, nein, ich weiß. Nee, ich meine, aber jetzt gerade bin ich gedanklich woanders. Okay. Ich wollte nur fragen, ob du... Ja, eigentlich kann ich es auch so fragen. Ob du einen zweiten Account auf YouTube hast. Wieso? Ich dachte, du bist Kebab-Chiller. Bist du aber scheinbar nicht. Ach so, ja. Ach so. Sondern The Great Moron. Hatten wir das nicht geklärt? Sogar schon im Let's Play oder irgendwie... Nee, das habe ich nicht gerafft, so? Weil... The Great Moron hat mich ja vor einem Jahr oder so... angeschrieben, ja. Als würden wir uns nicht kennen. Ja. Was? Ich hab so, und jetzt lese ich halt Kommentare von The Great Moron hier zu Grey Eminence und denke so, hä? Ja, das ist sehr gut. Das ist doch Dani. Was nee, ist jetzt los? Nein, wer ist das? Ich kenne das, ja. Ich kenne den nicht. Nee, ich dachte, wahrscheinlich habe ich dir einfach nur gesagt, irgendwie... Du hast gesagt, hallo Conan, ich baue übrigens gerade einen 36X. Ja, möchtest du ja, auch ja, mal ja. spielen? So, hä? Ja, ja, okay, kann man machen. Ich glaube, ich habe dich sogar so angeschrieben, ich verfolge deinen Kanal schon sehr lange. Ja, eben, du hast mich angeschrieben, dass wir uns nicht kennen. Ja, natürlich. Ich habe das aber doch versucht aufzuklären. Wahrscheinlich habe ich es nicht deutlich genug gemacht. Ich weiß nicht, wann, das habe ich vielleicht einfach nicht mitbekommen. Ja, bevor wir jetzt richtig aufgenommen haben oder begonnen haben. Da habe ich wahrscheinlich nicht richtig hingehört, das kann sein. Ich dachte, ich habe wahrscheinlich für selbstverständlich erklärt, dass du dich noch daran erinnerst, dass ich dich mit meinem neuen Account halt angeschrieben habe. Aber das. Ah, dann habe ich da nicht richtig drauf gehört. Ja, ist jetzt nicht weiter verwunderlich, dass du das nicht mehr weißt, dass ich dich vor einer Ewigkeit mal mit einem anderen Account angeschrieben habe. Also ja, alles gut. Ja, dann habe ich so, dann schreibt, ich glaube, Robjot geschrieben, hallo Dani, und dann schreibt die Great Moron, hi. Und ich so, hä?
Ach Mensch. Wie kann das denn? Zeiten, okay. Zu Inferi-Zeiten, wo ich versucht habe, mit irgendwie 5 Accounts dich zu verwirren, hat das nicht so gut geklappt, wie wenn ich es nicht beabsichtige. Ja, so ist das. Ja, bescheuert, echt. So, jetzt ist dann auf richtig und alles ist cool, oder wie? Ja, jetzt kannst du weiterspielen. Ach so, nee, vorhin war ja auch richtig, ich hab's ja nur gebreakt. Richtig, du hattest es gebreakt. Ah, und ich hab mich einfach wieder nicht durchsetzen können und Hä? Fleißig nochmal zurückgegangen. Hast du gerade ein One-Up ausgelöst? Nein. Ach so, du hast ja immer noch die alte Version. Okay, alles gut, nein. Eigentlich wäre da jetzt ein Checkpoint gewesen mit versteckten One-Up-Dingsblöcken. Ah, okay. Ist egal, mach weiter. Lass dich nicht von Misch beirren. Mach weiter, ja. Das war sicherlich falsch, aber egal. Hast du eigentlich 2 Accounts auf jeden Fall? Wohin schickt mich die jetzt eigentlich? Oh Mann. Jetzt schickt dich wieder an den Anfang, ist doch klar. Ja, komplett an, ja, okay, das ist ja Quatsch. Naja, was denkst du denn? Da wäre jetzt, glaube ich, normalerweise wäre das irgendwie so ein bisschen was ist hier drin? Einfach die Stelle, aber das können wir auch nicht so. Aber der Chark scheint ja irgendwie so gebaut zu sein, als ob man den bräuchte bei Gelegenheit. Siehst du, da ist wieder der alte Puzzlespieler, kommt wieder durch. Also ist das ja so, ist das so war doof. Kann ich den irgendwie in den Ich glaube, du kommst dran, wenn du in den Bu-Blöcken da stehst. Ich wollte eigentlich den auslösen, wenn ich auf der Shell den... Ach. Ich glaube, du kannst den Chuck da weglotsen, dann kannst du die Shell reinfeuern. Ach. Das ist gut. So weit. Hol doch erstmal den Chuck da raus, der springt doch dann da... Ach so. Siehst du, so geht's nämlich. Ja dann. Du kannst jetzt auch wieder Shell-Jumps machen, ne? Na, geht das nicht, dass man den holen kann? Nee. Aber ich weiß nicht, ob das geht, wenn man das... Ach so, aber die kommen ja eh wieder, wenn ich jetzt ein bisschen rumlaufe. Aber ich brauche ja eh nicht 2, also eigentlich. Die Frage ist nur, kannst du da richtig rumlaufen? Ach, ich darf jetzt wieder nicht Shelljumpen, oder was? Jetzt mach den Shelljump. Du wirst sehen, so geht's noch nicht, aber mach den Shelljump. Ja, aber dann ist die Shell ja, ich muss die Shell ja mitnehmen. Ich bin wirklich nicht durchsetzungsfähig, ne? Also eigentlich wollte ich, dass du das alles ohne Safe State spielst. Ich wollte, dass du keine Shelljumps machst, wenn du Safe State hast. Ah, eine Minute später stimme ich dir schon wieder zu. Das ist ganz schön. Aber ich meine, es ist jetzt erst so nicht richtig, weil dann ist ja die Shell weg. Ich muss die auf jeden Fall mitnehmen. Insofern ist eigentlich ein Shelljump ja eh Quatsch. So, aber hier das oben ist... ach, da warte, da kann ich ja was hochpfeffern. Ja. Cool. Jetzt hast du geschafft, dass es oben liegen geblieben ist auf der Ledge, aber den Block nicht ausgelöst hat. Nice. Ach, da kommt eine Dings runter. Eine Wine. Da kommt eine... Nee, das kann nicht sein. Das funktioniert hier. Du bist schon wieder in Mario Maker. Ja, das funktioniert hier gar nicht. Dann kommt ein Springboard runter oder irgendwo. Hä? Es kommt gar nichts runter. Du hast genau das gleiche schon mal gemacht. Ich glaube, du kannst ihn nicht auslösen, wenn er offscreen ist. Da war schon mal genauso eine Stelle, wo man eine Shell hochwerfen konnte. Dann wurde was ausgelöst. Was könnte das wohl sein? Er schweigt. Ne, es war in Off-Was damals, aber... Ja, exakt. Guck mal, du kannst dir die Shell jetzt auch vielleicht holen. Ich weiß nicht, ob du das hinbekommst. Ansonsten würde ich dir raten, so... Jetzt kann ich sie mir doch holen? Ja, weiß ich nicht, ob das geht. Guck mal, wenn du die genau so stoppst, dass du da wieder durch die Bright-Blöcke dann durchlaufen kannst und die... Ah, ich habe doch gerade gefragt, ob ich sie von der Ledge holen kann. Nee, von der Ledge glaube ich nicht. Also wenn du auf dem Peach-Block da oben drauf stehst, geht's glaube ich nicht. Aber du kannst sie ja so stoppen, dass die in dem Peach-Block drin liegt und dann vielleicht durch die Geisterblöcke da holen. Ah, das geht echt. Nein. So normalerweise bei einem normalen Block oder bei so einem braunen Block oder so würde das doch gehen, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß, wieso. Haben wir sowas nicht immer mal wieder gemacht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob das geht oder ob das gehen kann. Die vielleicht liegt eh doof. Wenn man Sprite, wenn man da irgendwas klippt, ich weiß aber nicht, was man klippen müsste, ich habe auch keine Ahnung. Oha! Ja, so ist gut. Jetzt ist die Frage, geht das oder geht das nicht? Jetzt auf jeden Fall so. Nein, so geht das nicht. Schade. Es geht mit Yoshi, mit dem kleinen Yoshi, aber... Wobei, auch da weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich bin auch so raus, ganz schlimm. Weißt du, wenn du jetzt wieder in Feri spielen würdest, wir wären alle raus. und würden dir die simpelsten Level auftischen. Wird nie wieder passieren.
Das war ein Wallclip, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Also ich habe trotzdem nicht die Shell bekommen. Oh Mann, ey. Siehst du, du willst nicht, dass die Leute dir zuschauen, wie du eine Stunde ohne Save States ein Level vielleicht dann schaffst und richtig stolz auf dich sein kannst, aber du zeigst denn jetzt hier 10 Minuten, wie du da versuchst, diese scheiß Shell zu bekommen. Ja, aber wie soll ich sie denn bekommen? Du hast gesagt, die kannst du jetzt bekommen. Ich habe vermutet, dass es geht, aber offenbar geht's ja doch nicht. Na gut, dann pfeife ich halt auf den Pilz. Ja, vielleicht brauchst du den Pilz jetzt ja doch fürs Puzzle, wer weiß. Das wäre natürlich ärgerlich. Oh, das wäre richtig ärgerlich. Ja gut, dann müssen wir das anders regeln. Aber ich muss ja diesen Block hier auslösen mit einer Shell. So, geht ja nicht anders. Ich kann zwar den Kollegen hier rauslotsen, das geht alles klar. Jetzt kannst du noch zweimal auf ihn springen, ist das super. Und dann, weiß ich nicht, kann ich hier... Ja, cool. Dann kann ich dafür sorgen, dass er hier... Ah, wait! Ich bin dumm. Ja, wow. Verstanden. Na super. Ich würde mir den Pilz noch holen an deiner Stelle. Ach so, und dann habe ich ja trotzdem... Ah, hi! Es wäre so schön, das zu sehen ohne Safe States. Aha, es ist... Hätte ich mir wieder ein Bier schon aufmachen können. Hätte mal wieder richtig viel Spaß. Ach, wir haben ja gesagt, hier an der Ecke hole ich mir den Pilz noch einfach. Du musst ja unbedingt jetzt... So, komm mit, Kollege. Hat er das überlebt? Nee, hat er nicht. Nein, natürlich nicht. Hätte ich nicht dran gedacht, dass der ja dann jetzt hier in seinen Tod reinspringt. Das ist so geil. Ach, was tue ich denn? Klassischer Conan. So. Bleib mal hier. Lauf mal nach da. Renn da jetzt mal nicht bis dahin. Dankeschön. Sehr gut. Ich hab's uns da den auch noch zu Ui. Killen. Ui! Ah, no! Nein, du musst springen an der Ecke, Kollege. Die Notenblöcke sind extra da, damit du da mehr Spaß hast. Hüpft er da? Warum hüpft er denn am Rand? Ach, Chuck, du bist so doof. Ich find's erstaunlich, dass du auch immer ewig brauchst, um auf den Gedanken zu kommen, dass man so einen Sprung genau wie jetzt nämlich vielleicht richtig timen muss. Einfach. Ja, ja, das ist schon klar. Ich muss jetzt erstmal. Ja, ja, das wäre gut das gewesen, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Ah, Mist. Okay, nochmal. So, hier. Conan Parabel. So wäre gut gewesen, wenn ich nicht doof gewesen wäre. Ja, natürlich. Nein! So, lauf da rein. So, jetzt laufen wir hier raus. Und jetzt hüpf hoch. Meine Güte, schwere Geburt. Nice. So, zack. Also ist ja die Shell trotzdem wieder weg und ich kann eigentlich hier mit der Shell gar nicht... Dieses Stein ist... Ja, die sind nur noch da, weil du hast das gerade symbolisiert. Wenn man da vom Chuck links in die Wand reinspringt, geht die Shell auch kaputt. Dafür sind die noch da. Ach so. Der Rest ist nur, um zu verwirren. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie in Ferie das Ganze hier war. Ein bisschen komplizierter. Weil der Aufbau war ja gleich, aber irgendwie muss ja ganz viel anders gewesen sein. So ein paar Sachen waren nicht da. Oh ja, hier diese riesige Lücke, an die erinnere ich mich auch noch. Ja, ja, genau. Du kannst jetzt habe ich einen Midway Point bekommen. Ja, den kannst du sogar zeigen. Toll. Das war der Plan. Und guck mal, durch den Midway Point kommst du jetzt auch ganz einfach an den 3-Up. Ist ja, das hier der Midway Point oder was? Nein. Ach, an den 3-Up hast du gesagt. Ups, ich hab nicht zugehört. Da unten war ja gar kein 3-Up-Mond. Aber Conan, wenn du möchtest, oder wenn du dich wieder daran erinnern möchtest, wie das in Ferie war, dann kannst du auch einfach in Ferie nochmal spielen. Nee, muss nicht. War ja nur ein Vorschlag. Schlechter Vorschlag. So, runter. Ohne Safe-Fates. Siehst du, wenn du dich da dran erinnern würdest, wie das in Ferie war, dann, ja. Ah. Du kannst mal da in die Reset-Door gehen. Ich hoffe, ich war da nicht so asozial, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was sollen die Chucks jetzt hier wieder? Die sind doch einfach nur Deko, die brauche ich doch nicht. Was ist in dem Block, ist die Frage. Was ist hier? Also gut, da könnte ich mich... Ach so, da kann ich mich, wenn ich groß bin, runterdrücken. Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich mich noch dran erinnere, wie das in Ferie war. Oh, ja, F. Ich glaube, in Ferie musstest du da den Midway Point wegmachen und dann war dann Yoshi-Block oder so. Moment, dann muss ich jetzt ja die Lücke überspringen.
Das musste man in Ferie auch machen. In Ferie oder wie auch immer. Ich habe immer nur einen Versuch. Sonst muss ich resetten und. Ah, okay. Oh, okay, die war größer in Ferie, glaube ich. Die war sehr viel schwieriger. Na. Es ist so ein typischer Conan. Das ist klar. Wieso, was? Darf ich hier nicht sein? Doch, darf ich sein. Ja, guck doch mal, du hast deinen Pilz wieder verloren. Okay, hier komme ich nicht runter. Du hast deinen Pilz wieder verloren. Oh, wann? Huch? Huch? Hab ich gar nicht, hä? Conan, diese... Ach, die Dinger da! Das war schon ein paar Mal im Heck zu sehen. Ach so, da musste erst runterfahren. Ups. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, ne? Okay. Wow. Der alte Lehrer hat's gelöst. Okay, das ist die falsche Seite. Naja, das geht auch, aber wenn man mit so viel Anlauf und Elan, wie du da in die Ecke reinrutscht, dann stirbt man. Ui, aua. Ach, dann bin ich da irgendwie, okay. Ungünstig an. Also das war bestimmt jetzt wieder Quatsch, den zusammen. Nee, alles gut. Du kommst da nicht mehr wieder hoch. Oh, das war auch so schön in Ferie. Ferie war gar nicht schön. Da hast du den ganzen Part mindestens, sogar eher zwei für gebraucht. Da musste man irgendwie Münzen sammeln, glaube ich. Und hier ist das jetzt so Firlefanz. Was? Bis... Okay, hi. Der ist auf jeden Fall neu. Nee, der ist neu. Nein, der war nicht im... In Ferie. Ja. Lass mich in Ruhe. Okay. War schön, dass du zumindest diese Jump'n'Run-Stellen ohne Safe-States hast. Ja, ich will ja nicht die ganze Zeit staten, das ist ja... Ja, nee, willst du nicht. Ich weine halt nur, wenn ich Quatsch mache, also ständig. Ja. Das wäre auch wieder so eine typische Stelle, die jetzt dreimal spielen müssen, um erstmal zu observieren. Also die Shell kommt ja eh wieder, selbst wenn ich die jetzt verlieren sollte, so, die bekomme ich ja wieder. Das ist richtig, ja. Ja, okay. Ah, nee! Das war schon wieder dumm. Ach so, ich muss einfach geduldig sein und durchfahren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wenn du mit dem Block in die Lava springst, dann checkt er die Todesanimation nicht. Oh, da hatte ich... I'm stuck. Oh, da habe ich... Oha! Siehst du, schlechter Hack akzeptiert auf SMB Central. Da habe ich vergessen, einen Notblock hinzusetzen. Ist ja grauenvoll. Und es ist sogar ein Level, wo du keine Zeit hast. Das heißt, du wärst da wirklich wieder gesoftlocked. Oha, ja. Oha. Oha, Conan, können wir die Aufnahme nochmal von vorne starten? Nee. Könntest du das vielleicht beim nächsten Mal nicht zeigen? Aber wie krieg ich denn jetzt den Block und... Ach, warte mal. Ja, das ist ja relativ einfach. Du hast wieder Münzen. Guck dir die Münzen an. Vertrau den Münzen. Der fährt durchs Wasser durch. Ja. Ja, easy. Der Staatsexamen-Mann hat es geschafft. Kannst du jetzt halt wirklich zu mir sagen. Ja, ist unglaublich. Ich habe ein bayerisches Staatsexamen, unglaublich. Okay, das ist vielleicht weniger wert, das weiß ich nicht, aber... Ich finde Staatsexamen-Mann eigentlich ganz gut. Ja. Ah, ach so. Aber fast Staatsexamen-Mann war eigentlich auch gut. Ja, hat ein bisschen gedauert. Naja, jeder so lange, wie er braucht, ne? No! Wo ist er hin? Ah, der ist weg. Den sammle ich auch wieder gleich ein, sehe ich das richtig? Ah, no. Der ist schon wieder weg. Die Stelle habe ich mir auch lustiger vorgestellt, aber ich habe auch damit gerechnet, dass du dabei stirbst und dann alles nochmal spielen musst. Deswegen, du kannst... Allein die Vorstellung, dass alles nochmal... Hallo! So einen Pilz haben willst. wer spielt denn das alles nochmal, wenn er stirbt, außer so verrückte Leute wie Panga oder weiß ich nicht? Ich habe das auch eine Stunde gespielt. Oder ist aber länger. So. Ist ja trotzdem wieder alles Quatsch. Nee, wieso? Ist doch gut. Du hast doch oben gesehen, was da ist. Wenn du geguckt hast. Ach, jetzt musste ich erstmal rund um den Pilz zu holen. Das war erstmal der Ding. Ah! Ja, moin.
Habe ich nicht gedacht. Ja moin, ja moin. Da haben wir wieder den Clip durch diese Dinger. Okay, cool. Krass. Conan, das ist wirklich grauenvoll. Weißt du, der Hack ist gerade akzeptiert worden auf SMB Central. Jetzt zeigst du dir, kaputt der eigentlich ist. Das mache ich einfach jetzt in jeder Aufnahme einmal. Super. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So. Jetzt ist hier alles cool. Aber ich meine, ich hab extra den Tag angegeben, dass man Glitches braucht, weil er da auf der Double Grab drin ist. Wow, was? Wie du einfach schon wieder brichst, ist es unglaublich. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich habe noch nie mal einen Trick angewendet. Ja doch, man soll den Block eigentlich nicht haben. Da ist extra so ein Sprite-Destroy-Block, ist extra drunter. Unter dem On-Off, weil ich gedacht habe, man schafft es nicht, den On-Off oben auszulösen. Mit dem Block in der Hand, ohne dass man in diesen... Hätte eh den Scheiß-Kumba mitnehmen müssen. Ja, in diesen Sprite-Destroy-Block halt rein muss. Aber du hast es natürlich auch geschafft. Also der ist dafür da, um den Block zu killen. Ja, genau. Und ich habe nicht gedacht, dass das anders geht. Ganz schlimm. Guck mal. Was? Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Was habe ich denn jetzt generiert? Moment, das generieren wir nochmal. Ich möchte nochmal sagen, ich habe diese Stelle, ich habe die 3-4 Mal spielen müssen, weil ich ja ohne Save States das Ganze getestet habe. Mir ist das nie passiert. Oh. Wie habe ich denn den generiert? Also ich bin hier im Bett wie auf dem Altschauerberg. Das ist ja schlimm. Wie hast du das denn gerade geschafft? Du bist irgendwie von oben reingesprungen, der Block ist nicht kaputt gegangen? Ja, irgendwie so, ich weiß nicht. Dann kam die Schnelle, dann kam der Cooper, meine ich. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, versuch mal weiter, das ist so witzig. Ja, da war's wieder. Da war's, ja. Alter, ich will mich wegkennen. Das ist ja grauenvoll. So, ja, so randrehen und dann raus. Und dann kommt ein Cooper raus. Das ist so ähnlich wie mit der Lava. Also irgendwie triggert der, ich weiß nicht, der triggert offenbar irgendeinen Status des Sprites. Keine Ahnung. Lol. Das ist sehr lol. Wäre es jetzt in Ferry, wäre das gewünscht gewesen, weil man jetzt hier einen Cooper braucht in der nächsten Stelle. Gibt es doch sogar schon Inspiration dafür, wie wir in Ferry-Level bauen könnten oder was für Glitches wir da einbauen könnten. Also ich bin sehr raus aus der Thematik, aber ich glaube... Ah, ich weiß nicht mehr, wie man das, nennt. Es gibt ja irgendwie so einen Status, dass der Sprite irgendwie erwacht ist, oder ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Und ich glaube, die Custom-Sprite-Nummer des Fliegeblocks muss dieselbe sein wie die des roten Coopers normalerweise. Und dadurch kam dann der rote Cooper. Das kann sein. Hier musste man im Original einen Wallclip machen, weil die genau die gleiche Sache war. Man ist mit Spinjump hier angekommen. Wow. Ja, musste aber einen Wallclip machen, weil man eben nicht netterweise hier einfach stehen durfte. Ganz genau. Ich bin stolz auf dich, dass du dich daran erinnerst. Das ist mir jetzt zu lame, da oben stehen zu bleiben. Jetzt willst du es doch wie in... Wir machen einen Wallclip. Machen. Ach, Conan. Siehst du, da spielst du, da hast du einen Glitch mal gefunden von alleine und schon fängst du von dir aus. Ja, aber der ist halt einfach simpel. Ja, das stimmt. Aber in Ferry war auch einfach simpel. Nein. Im Vergleich zu allem, was HF jetzt gebaut hat oder so. Guck mal, hier habe ich mich auch so gefreut, wenn du den Wurf verkackt hättest, alles nochmal. Ja, natürlich, genau. Schon recht. Ach, scheiße. Richtig geil. Guck mal. Wie lange geht die Aufnahme? Sag's mir bitte. Story. 33 Minuten. In 33 Minuten hast du das geschafft. Hier ist der Grauen. Peach, this is Video Games. I'd never be the evil guy. It is... read my notes at the top. Boah, Plot Twist. Oh mein Gott. Hui, jetzt gehen wir zum Top hoch. Boah, Conan, sag mir, wie findest du den Plot-Twist? Ist das nicht Shakespeare-esque würdig, irgendwie großartig? Es ist immer ganz großartig, dass der eigentlich Böse nicht der Böse ist. So, das ist ganz, ganz ganz selten verwendetes, wenn ich ironisch werden will, muss ich ja selten sagen. Das ist sehr selten, ja. Es ist nicht Mario der Böse. Oh mein Gott, Mario ist in seinem Haus und er sieht aus, als hätte er sich selbst. Als hätte er in Ferry durchgespielt. So sahst du aus, als du in Ferry durchgespielt. So sah ich aus, als ich nach jedem Level in Ferry die Aufnahme beendet habe. Gell? No! Komm, mach das ohne Selbstdance. Oh mein Gott. Nochmal komplett runter. Jetzt macht er das echt. Ist das geil. Ah ne, was? Durch den das Stocken der Aufnahme wird das so ein bisschen komisch aus. So, ja. Notes at the top. 32. 32. Museum is the key. Wo war denn das Museum? Das
Das hatten wir, glaube ich, schon. La 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 la, das hatten wir schon. Irgendwo. Ja. So, aber da mit diesem Plot-Twist schließen wir die Aufnahme ab, nicht die Aufnahme, den Part ab. Boah, ich würde so gerne nochmal sehen, wie du das Ganze ohne Save-State spielst. Ich nicht. Habe ich das schon gesagt? Danke mich fürs Zuschauen. Und, ach so, kann ich eigentlich gleich sagen, hier hören wir wahrscheinlich mehr zu als im Mario Maker-Video. Weißt du auch warum, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf? Ja. Weil der Mario Maker einfach stinköde, langweilig ist. Das ist egal, darum ging es jetzt ja nicht. Nein, aber demnächst kommt hier auf dem Kanal dann Ori and the Will of the Wisps, weil heute hat Nintendo angekündigt, das heißt, heute kam es schon scheinbar raus, dass es Will of the Wisps jetzt auf der Switch gibt und das heißt, ich kann es jetzt richtig simpel aufnehmen, nämlich indem ich einfach wieder die Switch aufnehme. Ich hatte am PC Probleme, das aufzunehmen, weil einfach der PC zu schwach war, der Laptop, aber es war noch der alte, am neuen habe ich es noch nicht probiert. Trotzdem, über die Switch aufnehmen macht das Ganze so viel angenehmer und daher kann ich jetzt schon mal sagen, das wird jetzt endlich mal in Angriff genommen. So. Yeah. Kannst du den Namen nochmal sagen, des Spiels? Ori and the Will of the Wisps. Heißt das nicht so? Ja, also, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ist das das, wo man irgendwie Ori! Musik machen muss? Ori! Holy shit! Ist der erste Teil war Ori and the Blind Forest? Ist das das, wo man so Musik, so Tracks irgendwie einfügt und dann muss man Nein. so komische Formen... Nein, fügst keine Musik ein. Naja, sagte ich doch. Das ist ein Jump'n'Run mit halt so ein typisches... Ja, ich weiß, was das ist. Aber kannst du den Namen nochmal sagen? Ori and the Will of the Wisps and oder so? And the Will of the Wisps. Jawollo. Keine Ahnung. Danke dir. Okay, jedenfalls, das kommt dann demnächst. Ich freue mich drauf, dass das jetzt auf der Switch ist, weil es hieß die ganze Zeit, es wird für die Switch nicht geportet, sondern es gibt es nur für PC und Dings und PlayStation exklusiv. Und da habe ich mich immer geärgert, weil dann könnte ich es nur am PC aufnehmen und der hat halt Probleme gemacht. Jetzt gibt es das für die Switch und die Switch kann ich mittlerweile echt simpel aufnehmen. Von daher freut mich das und das können wir dann in Angriff nehmen. So. Machst du das mit der... Jetzt ist eigentlich auch egal. Machst du das noch mit der Elgato oder hast du... Ja, mit der Elgato ja, aber nicht mehr über OBS. Können wir im nächsten Part kurz drüber reden, wenn du magst. Ja, krass. Wird jetzt ja, hier erstmal aufschließen, weil das habe ich in Mario Maker schon die ganze Zeit immer erzählt, weil der jetzt halt auch mehr sinnvoller ist, einem aufzunehmen. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao.